Der namenlose Techniker hat es geschafft, am Ende der letzten Episode nach dem Drehrätsel des Grauens hier in diesen Gang, in diesen Raum zu schlüpfen. Durch die glibbrige Kanalisation ging das. Hier drin macht es BIM. Das heißt, hier gibt es irgendwelche Sammlungsobjekte. Ich gehe nochmal raus. Und nochmal rein. BIM, genau. Irgendwas ist hier zu sammeln. Und das kann eigentlich nur eine Actionfigur sein. Es können Münzen sein oder es können blaue Orbs sein. Wobei ich glaube, blaue Orbs kann ich ausschließen. Die würde ich sehen. Actionfigur oder Münzen. Und irgendwie muss diese Tür auch aufgehen. Und ich frage mich gerade ernsthaft, wie das gehen soll. Mauszeiger, zeig mir was. Irgendwas. Ich bin mit fast allem zufrieden. Ah, ah. Ach, die hatte ich doch gezogen. Ach, nee. Ah, das war die zweite Kette. Das war die zweite Kette. Und wo war die erste? Oder habe ich die einfach in der letzten Episode nicht tief genug gezogen? Das kann auch sein. Naja, da ist jetzt auf jeden Fall das offen. Aber das heißt ja nicht, dass ich das Sammlungsobjekt gefunden hätte, das hier irgendwo versteckt sein soll. Das hätte ich jetzt schon ganz gern. Vielleicht an der Decke? Bitte kein Deckenrätsel. Oder bitte kein Drehrätsel. Ah, hier. Ich kann diese Platte drehen. Kann ich noch eine drehen? Nee, ich kann genau diese drehen. Die kann ich auch drehen. Die kann ich drehen, die kann ich drehen. Das verstehe ich nicht. Wie soll denn das zueinander passen? Doch wieder ein Deckenrätsel. Aber eins, was ich jetzt gar nicht verstehe, weil das sieht aus, als müsste hier irgendwas angrenzen, was es aber nicht tut. Und ich möchte auch gern das erstmal erkennen. Und ich habe das Gefühl, mir fehlt noch eine Platte, oder? Waren das wirklich nur drei? Hier. Okay, jetzt habe ich es alle im Bild. Da, da, da und da. Was kann das denn sein? Na, ich würde es tendenziell mal eher so drehen. Dann, wenn die beiden zusammen wären, dann wäre das so eine Art Halbkreis. Aber dann müsste das hier tendenziell eher so. Weil die Kante dann da in die übergeht. Also der Strich ginge dann da so weiter. Ach, soll das das Sternzeichen Stier darstellen? Wenn ja, dann müsste ich das jetzt hier so drehen. Haha! Da habe ich was gelöst. Es war bestimmt jetzt hier das nächste Gitter. Genau. Okay, aber das heißt ja immer noch nicht, dass ich das Sammlungsobjekt hier gefunden hätte. Weil sie immer noch BIM macht. Also hier oben, das war das Sternbild Tierkreiszeichen Stier. Jetzt oder so. Jetzt kann man es vielleicht sehen. Hier das Horn. Und das geht dann hier weiter, da rum und dann hier so. Ja, also das war lösbar. Allerdings habe ich immer noch nicht die Ecke gefunden, wo hier irgendwas liegen soll. Ah, hier, im Fass. Haha! Ich finde drei Münzen. Oder mehr. Ne, drei. Geh mal raus und wieder rein, ob es noch BIM macht. Ne, okay. Jetzt könnte ich da weiterlaufen. Ich würde aber ganz gern, wenn der Techniker ohnehin gerade nass ist, dann da mal reinkrabbeln. Hier gibt es auch was. Da kam ich her, richtig? Da geht's nicht weiter. Hier liegt was. Da liegt die Actionfigur, die nächste, die zweite. Haha.
Mir fehlen jetzt noch 4 Münzen. Oho. 4 Münzen. Oh, Errungenschaft. 3, 2, 1. Was? Was will ich hier im Eingangsraum? Ah, verstehe. Das ist das Tutorial hier gewesen, hier draußen. Lang ist's her. Wieder runter. Hätte man da im Tutorial direkt runterklettern können oder ging die Luke jetzt nur von innen auf? Also hier ist jetzt erstmal nichts mehr zu finden. Hier macht es keinen Bim mehr. Hier könnte natürlich noch irgendein Rätsel sein. Aber es sieht nicht so aus. Vielleicht war der Raum nur dazu gedacht, mir die letzte Actionfigur im dritten Kapitel zu geben. Und auch im ganzen Spiel. Deswegen gab es ja die Errungenschaft 3-2-1. Tja, also da hätte ich alles. Dann würde ich doch mal hier zurücklaufen. Und dann da mal das ausprobieren. Wo geht das hin? Jetzt komme ich da hin. Faszinierend. Okay, dann schließt sich der Kreis, denn hier oben wollte ich sowieso hin. Denn ich hatte ja noch einen Tipp aus dem Observatorium offen. Ich muss ja offensichtlich irgendwie diese drei verstreuten Steuerräder einstellen. Das erste Steuerrad in der Kanalisation hatte ich eingestellt. Da gab es einen Tipp für das Hebelrätsel. Und da unten, da wo es Krach macht, deswegen bin ich ja gerade weggelaufen, da gab es ja auch ein Steuerrad. Und es gab einen Tipp, der da lautete, irgend so ein Männchen, was auf so einen Stern zueilt. Und vielleicht kann ich das hier einstellen. Vielleicht gibt es ja irgendeine Sternenprojektion, die das irgendwie abbildet. Weil ich kann hier ja noch was machen. Da, genau das. Das ist doch genau das, was ich brauche. Das ist doch der Tipp. Der Stern und da ist das Männchen. Dem fehlt zwar der Kopf, aber es ist egal. Jetzt muss ich das doch eigentlich nur nachstellen. Hier. So vermutlich. Hier brauche ich irgendwie... Nee, es geht dann nur so rum. Jawohl. Hier brauche ich diesen Körper. Exakt. Und hier brauche ich das Bein. Oder das da. Nee. Geht nicht weiter. Jetzt habe ich immer überall Linien unter diesen Projektionen. Und jetzt müsste unten, wenn das stimmt, das Steuerrad da unten beim Generator entriegelt sein. Ist es auch. Hurra! Das war das Rätsels... Nein, des Rätsels Lösung. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, welche Zahl man da einstellen musste. Ich glaube, es war die 3. Bin mir aber nicht sicher. Stell mal die 3 ein. Und dann würde ich ganz gerne ins Observatorium zurück. Und das wäre da. Da hochkommen. Observatorium. Genau, die 3 war richtig. Erst hatte ich das, jetzt habe ich das. Aha. Platz nicht so. Tja, also den Tipp habe ich jetzt abgeschlossen. Es gäbe noch diesen Tipp hier. Das hier ist der Oszillograph. Wobei, Oszillograph ist falsch. Das heißt Oszilloskop. Oszillograph ist das altertümliche Wort dafür. Also das Oszilloskop, das kann ich so einstellen. Das sollte mir irgendwie gelingen. Das da unten sagt mir nichts. Also ich muss mir das mal gerade merken. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Und hier habe ich 2, also das Minimum ist bei minus 2 hier und da oben ist das Maximum bei 2.
Das ist eine Art halbe Sinuskurve. Mal schauen, ob ich mir das merken kann. Und das war eins tiefer. Also, die Amplitude ist... Also, die Frequenz muss sinken. Und die Amplitude müsste ein bisschen höher sein, oder? Hier ist der Ursprung. Ich habe gesagt, plus 2 und minus 2. Die Amplitude, die ist eigentlich ganz gut. Oder so. Das ist zu viel. Ich würde sagen, das hier oder das hier. Vielleicht eher das hier. Ja, jetzt blinkt das da so vor sich hin. Und dann? Dann kommt dieses andere Ding ins Spiel. Ach so, gibt es hier eigentlich auch noch so ein verstecktes Menü? Nee, scheint es ja nicht zu geben. Ich sehe ja auch nichts. Tja, oben hatte ich dieses andere Symbol noch gesehen. Aber was soll das sein? Was soll das sein? Es klingt übrigens ganz so, als wäre hier irgendwo ein Radio. Hier ist so ein leichtes Rauschen im Hintergrund, aber wo soll denn das Radio sein? Wenn ich hier hochgehe, ist das Radio weg. Es gibt ja auch eine Steam-Errungenschaft dafür, dass man alle Radios ausschaltet. Dazu müsste man aber alle Radios finden. Und es hört sich so an, als wäre hier eins. Und zwar tendenziell eher so vom Sound her in dieser Richtung. Tja, da ist aber nur die Treppe, da komme ich ja nicht mehr nah ran. Ich muss mir nochmal oben dieses Observatorium weiter anschauen. Ich habe jetzt ja keine Ahnung, wie das hier weitergehen soll. Ich bin der Ansicht, ich habe das hier, das jetzt eingestellt. Aber was ist das? Ich bringe das mit nichts in Verbindung, was ich bisher gesehen habe. Sieht aus wie die Kanten von zwei Würfeln, die aneinander stoßen. Ja, der Oszillograph alleine macht offenbar nichts. Man muss da dieses andere Rätsel noch entziffern. Und hilft mir das jetzt beim nächsten Steuerrad? Das nächste Steuerrad ist in dem Raum, wo ich auch diese Puzzleteile unten an dieser Wandvertäfelung habe, die auch noch nichts auslösen. Ich nehme fast an, dass das dann irgendwann dieses Steuerrad entsperrt. Und irgendwie glaube ich immer noch, dass die Zahlen erst dann was taugen, wenn das Steuerrad das dritte hier auch leuchtet. Ich wüsste ansonsten auch nicht, was ich mit diesen Zahlen machen sollte. Hier wäre noch was zu tun. Das Ding macht bestimmt diese Klappe auf. Dann habe ich diesen Schlüssel. Wofür auch immer.
Und das Ding macht bestimmt diese Klappe auf. Mal auf dieses rechte Rätsel fokussieren, weil ich da nur diesen einen Schalter habe. Das ist dieses Strahlen-Stern-Sonnensymbol. Das habe ich hier gar nicht drauf. Das heißt, hier kann ich keinen Tipp dafür gewinnen, was ich hier auf dieser Matrix einstellen muss. Tja. Ich brauche Tipps. Er hat herumgeschwallt, dass alles so faszinierend ist und dass er keine Zeit mehr hat und so weiter. Und dass er wie im Wahn irgendwas baut. Tja. Und hier kann ich was eingeben. Teleskopsteuerung. Aber was? Ich kann da oben RA die Minuten eingeben und bei DEC Winkelgrad und Winkelminuten. Ja, hier gibt es kein verstecktes Menü. Ich glaube, ich habe hier alles entdeckt im Observatorium. Das heißt, ich habe alles, um loszulegen. Alles bis auf eine Idee. Das will mir doch irgendwas sagen. Ich habe hier diese beiden großen Sterne und dann hier unten die drei, die noch ein bisschen auffällig sind. Alle anderen sind unauffällig. Alle anderen Sterne haben nicht dieses Strahlenmuster. Der ist ein bisschen bläulich, der ist ein bisschen bläulich. Die beiden sind ein bisschen rötlich und der hier eigentlich auch. Aber ob das was zu sagen hat, weiß ich nicht. Alle anderen Sterne halte ich für Kulisse und Hintergrund. Die 5. Was sagen die mir? Also quasi sowas hier. Aber das ist zu doof, das wird's nicht sein. Auge, gib mir mal einen Tipp. Du schlaues Ara-Auge. Wo kann ich das, was ich bisher gelesen und gesehen habe, anwenden? Ich habe auch noch im Planetarium das da und weiß nicht, was mir das sagen soll. Tja, hier in dem Text war irgendwie ein bisschen was versteckt an Hinweisen. Für die Planetariumsrätsel. Ich hatte ja irgendwann mal gesagt, vor 2, 3 Episoden, wieso muss man denn im Planetarium als letzte Kombination den Jupiter und die Erde aktivieren? Ganz einfach, weil hier steht: Folgendes konnte ich feststellen. Sie, die Augen von Ara, stammen von einem fernen Stern, umkreist von einem heißen Jupiter und einem einzelnen felsigen Planeten, ähnlich der Erde. Das hatte ich wohl unbewusst noch im Kopf, als ich das damals zufällig eingestellt habe. Aber das hier ist der Tipp dafür. Sie sind auf einer großen Entdeckungsreise und senden ihre Forschungsschiffe in alle Ecken des Kosmos. Während ich hier stehe und die Sterne vorbeiziehen sehe, kann ich den Projektor nutzen, um ihre Reise 3
logisch verfolgbaren Stadien, in drei logisch verfolgbaren Stadien zu visualisieren. Ihre entfernte Heimatwelt, all die majestätischen Gasriesen unseres äußeren Sternensystems, unser winziger blauer Planet unter all den inneren Planeten. Genau, das ist der Tipp nochmal, dass man die drei Stadien einstellen muss. Habe ich aber gemacht. Ich kann mir die anderen Wunder ihrer Reise kaum vorstellen, so zahlreich müssen sie sein. Ich kann die Äonen der Zeit, die sie geforscht und gewartet haben, nicht ergründen. Nehmen sie solche Zeiträume wahr, wie wir? Oh, wahrnehmen ohne Haar. Oder sind sie nicht mehr als Maschinen, kaum intelligenter als zur Datenerfassung programmierte Drohnen? Oder ist ihre Intelligenz ein Zeichen für etwas Größeres? Vielleicht ein Zeichen für ein Volk, das die Notwendigkeit sterblicher Körper hinter sich gelassen hat. Das ist alles nur Geschwalle, das hilft mir gar nicht weiter. Es ist nun offensichtlich, dass sie mich von Anfang an manipulierten. Sie haben mich in einer bestimmten Absicht geführt. Diese Absicht verstehe ich noch nicht, aber ich bezweifle nicht, dass es um die letzte Phase meiner Forschung geht. Meine Arbeit an dem Apparat zeigt Fortschritte, wenn auch langsam. Es ist eine komplexe Maschine und eine außergewöhnliche Technologie. Diesen Apparat habe ich aber noch gar nicht gesehen. Mal die Bilder angucken. Das hier... Das hier könnten die vier inneren Planeten sein. Und das hier ist das Symbol für das... dafür, dass man im letzten Planetariumsrätsel das umstellen muss unten auf der Konsole und dann halt Jupiter und Erde einstellen muss. Nehme ich an. Das sind also die Tipps für die Rätsel, die ich durch Zufall gelöst habe. Aber kein Tipp für, was ich damit jetzt machen soll. Und hier oben waren nur die Poster. Tja, meine Lieben. Ihr seht mich wieder ratlos. Am Anfang des Spiels dachte ich mir, ach, die Rätsel, das geht ja. Das ist ja viel einfacher als in Quern. Diese Einschätzung würde ich jetzt im dritten Kapitel nicht abgeben. Ich stehe hier permanent auf dem Schlauch und habe es mit Drehrätseln des Grauens zu tun. Steckt denn hier noch irgendwas drin? Geht's um Clementine und bla bla blub. Geisterzitrone. Nee. Da steckt nichts drin. Exploring Artificial Intelligence. Ja, genau. Ihr seht mich wieder verdammt ratlos. Experiment Phase 3 habe ich auch noch nicht gemacht. Aber mir kommt hier auch nichts bekannt vor. Von den Rätseln, die ich jetzt kenne und habe, so Steuerräder, Teleskop und diese Matrizen da oben, die ich aufleuchten lassen kann. Das hilft mir dabei nicht. Und entweder habe ich das Ding nicht richtig eingestellt. Das stimmt schon so. Nee, ich muss ja noch irgendwas anderes machen, meiner Ansicht nach. Vielleicht liege ich damit auch kolossal falsch, aber ich würde behaupten, das ist so richtig eingestellt. Ich muss noch irgendwas tun. Mit dem Hammer draufhauen. Ich habe auch nichts, mit dem ich irgendwas machen kann. Kein Objekt, kein gar nichts. Das hier geht bestimmt irgendwann auf grün und dann geht das Ding auf, wenn man was auch immer tut. Aber was soll man hier tun andererseits? Also entweder ich habe hier in dem Labor irgendetwas noch nicht entdeckt.
Oder ich muss irgendwo irgendein Objekt finden und hier anwenden, wo ich mich fragen würde, wo? Wohl kaum irgendwas auf den auf das Oszilloskop anzuwenden. Und hier auf diesen Behälter? Was soll ich denn da anwenden? Er geht irgendwann auf, nehme ich an. Das hieße aber, dass ich hier alles habe, was ich brauche, um das Rätsel mit dem Oszilloskop zu lösen. Den Hinweis. Aber ich verstehe den zweiten Hinweis nicht. Habt ihr eine Idee? Hat jemand eine Idee? Bitte in die Kommentare schreiben. Wenn es passt, dann habe ich den nächsten Punkt auf dem Zähler der Schande. Aber ist mir egal. Hauptsache, ich komme hier irgendwie durch. Die Tafel kann man auch nicht umdrehen oder so. Ich kann mir die nur angucken. Ich kann damit nichts tun. Da genauso. Tja, ich hätte unten in der Halle noch diese eine Tür zu öffnen, aber dazu brauche ich eine Code-Kombination, die ich auch nicht kenne. Hier habe ich was zu tun und weiß nicht weiter. Tja, und hier? Teleskop? Ach so, man könnte einfach mal irgendwas eingeben, stimmt. Ich immer noch das Gleiche. Ich kann hier jetzt irgendwas ändern. Geh mal aufs Minimum. Null. Und hier gehe ich auch mal aufs Minimum, was auch immer das ist. 15. Und da ist das Minimum wahrscheinlich 0. Ja. So, das ist das Minimale, was ich hier einstellen kann. Aha, dann dreht sich's nach rechts. Heiße ich was anderes? Aha. Also irgendwann sehe ich was und dann weiß ich was. Jetzt gehe ich mal aufs Maximum. Jetzt müsste der nach links fahren, genau. Ein ganzes Stück. Oh. Das tut weh. Sehe ich wieder nochmal irgendwas anderes. Ja, und zwischen dem Minimum und dem Maximum sehe ich irgendwann mal das, was ich sehen soll. Aber was das ist, darüber muss ich noch nachdenken und vielleicht fällt mir was ein im nächsten Teil. Bis dahin!